Hallo, bin ich hier im Computerraum? Ja, da bist du ja richtig. Ich bin der Herr Bauer. Und willst du einfach mal kurz schauen, was ich mache? Oh ja, gerne. Schau dir zum Beispiel dieses Programm da mal an. Damit wollen wir unseren Kindern, also unseren Schülern, beibringen, wie man programmiert. Das ist ja eine Katze. Genau, diese Katze, die hast du gut erkannt. Das ist Scratch. Nach dem ist das Programm auch benannt. Und mit dem zusammen lernt man das Programmieren da. Und wenn du hier mal hinschaust, hat man hier einfach verschiedene Bausteine. Und du siehst, die Katze wartet immer ein bisschen, läuft dann weiter. Und jetzt achte drauf, was passiert, wenn sie an den Rand kommt. Ah, die kehrt um. Genau, genauso wie wir es wollten. Das ist immer das Schönste. Wenn genauso wie man es geplant hat, das am Ende auch funktioniert. Vielen Dank, das war sehr schön. Jetzt habe ich nur das Problem, dass sie nicht weiß, wo die Sarah abgeblieben ist. Interessiert sich Sarah denn für das Programmieren von Robotern? Wenn ja, dann solltest du es einfach mal im Robotikraum probieren. Ja, für Roboter interessiert sie sich. Ich schaue mal im Robotikraum nach. Tschüss! Wer bist denn du? Herzlich willkommen in der Chemie. Hallo, ich bin die Sarah. Ich hatte eigentlich noch den Alex dabei, aber der ist irgendwie nicht mit aufs Sofa gekommen. Ich weiß nicht, wo er steckt. Vielleicht findet er uns später noch. Ja, dann komm doch mal rüber. Dann zeige ich dir mal hier drüben, was wir in der Chemie machen. So, ja, dann kannst du dich hier mal umschauen. Also, du siehst in der Chemie, wir haben was mit verschiedenen Stoffen zu tun, die können farbig sein, die können aber auch farblos sein. Und es geht in der Chemie um die Lehre der Stoffe und die Veränderung der Stoffe. Das heißt, wir sind sowas wie die modernen Zauberer eigentlich. Wir machen aus irgendwelchen Stoffen andere. Und das kann man auch im Alltag gut gebrauchen, weil ich arbeite nämlich ehrenamtlich auch für einen Zoo. Und da haben wir heute eine ganz tolle Anfrage gekriegt. Ich zeige dir die mal kurz. Schau mal da hoch. Schau mal, da steht, lieber Herr Tietz, ich habe ein elefantengroßes Problem. Meine Zahnpasta ist leer und ich bräuchte dringend eine neue. Könnten Sie mir bitte eine große Packung herstellen? Vielen Dank schon mal an Sie und Ihr Team vom LGNU. Herzliche Grüße, Elefant Lola. Ja, und da habe ich zurückgeschrieben, ja, liebe Lola, vielen Dank für den Auftrag. Ich werde mich gleich an die Produktion der Zahnpasta machen. Liebe Grüße vom LGNU. Und da kann sie jetzt gleich mal mitmachen. Dann gehen wir nämlich mal darüber und schauen mal, wie das funktioniert. Komm! Kannst du mal schauen, hier drin machen wir dann nachher unsere Zahnpasta. Und das hier, das sind die Chemikalien. Wow, das war ja cool. Ja, jetzt haben wir die Zahnpasta hergestellt. Und was wir jetzt noch machen müssen ist die Zahnpasta in den Zoo kriegen. Und das machen wir per Luftpost. Das heißt also, wir haben hier einen Wasserstoffballon, der ist leichter als Luft. Das heißt, wir können dann hier unten die Zahnpasta dranhängen, dann müssen wir nur noch die Schnur durchbrennen und dann fliegt der Ballon mit der Zahnpasta in den Zoo. Soll ich dir das mal zeigen? Ja, bitte. Gut. Wow, die Chemie ist ja Mops, der Knaller. Ja, und normalerweise sollte sowas natürlich nicht passieren. Aber jetzt hoffe ich mal, dass du noch einen schönen Abend hast und dich hier noch ein bisschen umgucken kannst. Und dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß heute. Tschüss. Ich bin der Julian, aus der 11. Klasse. Wartest du auf jemanden? Genau, ich warte auf eine Schülerin, die möchte nämlich Hilfe von mir haben. Vielleicht kannst du ja auch mir helfen. Warte mal. Weißt du, ich habe den Alex verloren. Der war mit mir hier, um die Schule anzuschauen, aber wir haben uns irgendwie in der Sporthalle verloren. Und jetzt weiß ich nicht, wo er ist und ich kenne mich hier auch gar nicht so gut aus. Ich weiß nicht, wie das werden soll in der 5. Klasse. Wie sollen sich denn die Schüler hier zurechtfinden? Da bist du bei mir richtig. Ich gehöre nämlich zu den Tutoren. Und bei solchen Problemen sind wir zur Stelle. Wir helfen den Neuankömmlingen und
den fünften Klassen dabei, sich hier gut zurechtzufinden. Meine Freundin Lisa hat mir mal erzählt, hier in der Schule gibt's einen Weihnachtsbazar. Ich glaube, der heißt anders, aber der sei ganz toll, hat sie gesagt. Was ist denn das? Genau, das ist der Nikolausbazar oder wie wir Schüler sagen, Nikobatz. Der ist immer super. Das ist der beste Tag im Jahr. Und das macht ihr Tutoren ganz allein? Wir helfen mit, aber es gibt noch viele andere Gruppen, wie zum Beispiel die SMV, die Schüler mit Verantwortung. Aber darüber kann dir die Elena bestimmt mehr erzählen. Hallo Sarah, die SMV gehört zum Schulforum. Sie gestaltet eigentlich das Schulleben aktiv mit, aber auch beispielsweise, falls du ein Problem hast, kannst du dich an die Leute von der SMV wenden. Und sie werden versuchen, dir entgegenzukommen und auch ein wenig zwischen Schülern und Lehrern zu vermitteln. Und wenn ich jemanden von der SMV suche, wo finde ich den? Dafür gibt es extra einen SMV-Raum. Dankeschön. Jetzt muss ich aber weg. Ich suche ja immer noch den Alex. Dafür muss ich mit dem Sofa einfach noch ein bisschen weiter rumschauen. Viel Glück. Wo könnte ich denn den Alex vielleicht finden? Hast du einen Tipp? Keine Ahnung. Aber weißt du, was interessant ist? Im Robotikraum. Ah, gute Idee. Tschüss. Bis bald. Hallo, bin ich hier im Robotikraum? Ganz genau. Du hast es ja schon gesehen, hier ist ein Roboter langgefahren, deswegen auch Robotik. Und den bauen die Fünftklässler, wenn sie hier anfangen. Das eigentlich Interessante fängt aber im anderen Raum an. Willst du mal mit rüber sehen, was die Älteren so machen? Na klar. Hallo Sarah, da bist du wieder. Ich habe dich überall gesucht. Oh, hallo. Ja, aber wo hast du denn gesteckt? Ich war im Computerraum und ich habe die Tutoren kennengelernt. Und was passiert hier jetzt? Ich glaube, das ist ein Roboterfußballfeld. Gut, dass die Sache jetzt auch da ist, dann kann ich es euch gleich beiden zeigen. Aber am besten geht ihr dafür vom Spielfeld runter, denn der Roboter will euch nicht unbedingt was Gutes. Aber der Roboter hat ja jetzt den Alex gejagt. Warum denn? Der Roboter will ja zum orangenen Ball hin und dafür hat er hier unten eine Kamera. Und die erkennt eben die orangene Farbe und dann fährt der Roboter dahin. Ach so, da hatte mein T-Shirt für den Ball gehalten. Robotik ist ja voll cool. Ganz genau. Und das Gute ist, ihr dürft nächstes Jahr selber mitmachen. Danke fürs Zeigen. Wir müssen jetzt aber wieder weiter. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß noch. Ah, wir sind wieder in einem Klassenzimmer. Grüß Gott, wer sind denn Sie? Mein Name ist Julia Meier-Einfalls und ich unterrichte hier am Lessing-Gymnasium Englisch und Spanisch. Spanisch? Spanisch schon wirklich in der 5. Klasse? Nein, keine Angst. Bei uns im Gymnasium, da lernt ihr natürlich in der 5. Klasse zunächst einmal Englisch. Das kennt ihr ja alle schon. Und in der 6. Klasse lernt ihr hier dann Französisch oder Latein. Und dann noch 2 Jahre später in der 8. Klasse, da lernt ihr dann Spanisch, wenn ihr das möchtet. Aber bei Sprachen, da muss ich ja viel üben, damit ich die richtige Aussprache habe. Das hat mir meine Schwester erzählt. Das ist richtig. Natürlich muss man üben und das tun wir aber auch ganz viel hier an der Schule. Denn eine Sprache zu lernen heißt ja nicht nur, dass man den ganzen Tag Texte schreibt und Vokabeln in ein Vokabelheft schreibt.
Wir sprechen auch ganz viel. Oder wir spielen kleine Rollenspiele. Oder wir diskutieren miteinander in den verschiedenen Sprachen. Oder ihr nehmt mal einen Podcast auf. Und das macht den meisten Schülern richtig viel Spaß. Aber ich habe mal gehört, man kann auch mit der Schule da in das Land fahren, wo die Sprache gesprochen wird. Das ist sogar das Allerbeste. In der 8. Klasse habt ihr die Möglichkeit, eine Sprachreise nach England zu machen. In der 9. Klasse dürft ihr einmal nach Vichy, nach Frankreich. Und in der 10. Klasse organisieren wir eine Sprachreise nach Salamanca in Spanien. Außerdem gibt es bei uns auch Schüler, die dann ganz alleine zum Teil für ein ganzes Jahr ins Ausland gehen. Manche gehen sogar bis nach Neuseeland. Danke, Frau Meyer-Anfalt, für das alles, was Sie uns erzählt haben. Viel Spaß noch, macht's gut. Tschüss. Oh, oh. Nanu, was ist denn jetzt passiert? Oh, oh, guck, da ist ein Bein vom Sofa abgebrochen. Das warst bestimmt du, Alex, als du vorher so rumgehampelt bist. Nein, das warst bestimmt du, als du draufgesprungen bist. Was machen wir nur? Ich hätte da eine Idee. Wenn ihr jemanden braucht, der euch hier in der Schule hilft, Sachen wieder zu reparieren, da wüsste ich jemanden. Das wäre der Herr Beirer. Am besten geht er jetzt mal zu unserem Hausmeister, den Herrn Beirer. Der kann euch bestimmt helfen mit eurem Sofa. Aber es funktioniert nicht mehr. Wir kommen nicht dorthin. Aber vielleicht müssen wir schieben. Komm, Alex, wir schieben es. Super. Gemeinsam schaffen wir das. Wunderbar. Tschüss. Tschüss. Hallo, Herr Beirer. Könnten Sie uns helfen? Wir haben hier ein kaputtes Sofa. Da ist etwas abgebrochen. Können Sie das reparieren? Das schaue ich mir jetzt mal an und dann gucken wir mal, okay? Ja, da ist der Fuß ja abgebrochen. Den müssen wir wieder leimen. Wollt ihr zuschauen? Ja, gerne. Ja, gerne. So, dann setzen wir das wieder ein. Mal eine Zwinge hin. So, und schon ist es repariert. Ihr würdet es auch wieder halten? Ja, das hält gut. Alles, was ich bis jetzt repariert habe, hat gehalten. Und wann ist das fertig? Also eine Stunde müssen wir jetzt schon trocknen lassen, damit der Leim auch aushärtet. Ja, dann müssen wir aber jetzt zunächst mal zu Fuß weitergehen. Schau mal, da stehen Tische. Vielleicht gibt es da was zum Essen. Ja, jetzt hätte ich schon gerne was zum Essen. Leider habe ich mein Pausenbrot nicht dabei. Aber schau mal, da steht Pausenverkauf und Mensa. Ich habe ein bisschen Geld dabei. Ich gehe da hin und kaufe uns was. Du isst Wasser vom Sprudelautomat da drüben. Okay. Schau, was ich habe. Karotten und Brezeln. Danke. Da in der Mensa kann man sich auch sein Mittagessen vorbestellen, wenn man mal Nachmittagsschule hat. Mhm. Hallo, Herr Beirer. Hallo, Kinder. Ist es denn inzwischen fertig? Ja, ich denke, das müsste halten. Oh, toll, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Kein Problem. Aber heute, der ist so unbeweglich. Ich weiß auch nicht. Ja, der hat ja auch gar keine Muskeln. Stimmt. Die Muskeln fehlen. Oh, guck mal. Mit ihr habe ich auch Schwierigkeiten. Das ist Suse. Suse klagt den ganzen Tag schon über Bauchschmerzen. Aber vielleicht kann man sie ein bisschen untersuchen. Die sieht aus, als könnte man sie auseinanderbauen. Ja, das können wir. Da ist ja eine Plastiktüte drin.
Ja, eine Plastiktüte im Magen. Suse, das ist klar, dass du Magenschmerzen hast. Was soll das denn? Und was ist da in der Tüte drin? Das müsste man mal untersuchen, oder? Ich glaube, ich hab's. Ich weiß, was es ist. Wollt ihr mal gucken? Also, das ist irgendwie so rundlich. Ich erkenn's nicht so genau. Darf ich auch mal? Na klar. Das ist auf jeden Fall rund. Das sah so aus wie eine kleine Nuss. Richtig. Kennt ihr sowas vielleicht? Das ist so groß wie, was sieht es? Eigentlich ganz winzig klein. Man kann das aussäen und da gibt's was ganz Leckeres daraus. Vielleicht ist es ein Kresselsamen. Richtig. Ja, da hat sie ja was falsch gemacht. Die hätte sie vorher auspacken sollen. Ich habe Suse noch gesagt, Kresselsamen ist gesund. Aber dass sie die mit der Tüte verschluckt, das wusste ich natürlich auch nicht. Jetzt wissen wir ja, woher Suses Bauchschmerzen kamen. Tschüss, ihr zwei. Schön, dass ihr da wart. Tschüss, Frau Rebe. Und halt, wartet mal. Ich habe noch was für euch. Ihr könnt gerne ein bisschen Kresselsamen mitnehmen. Aber ihr wisst ja, nicht mit der Tüte verschlucken, sondern aussehen. Ja. Ja, wo sind die denn hier gelandet? Das sieht ja aus wie ein Müllhaufen. Nein, ich glaube, das sind alles Pfandflaschen. Ist doch egal. Wir sind trotzdem hier eingesperrt. Ich sehe keinen Ausgang. Warte mal, da ist so ein Lichtfleck. Ich glaube, da oben ist ein Loch. Da kommen wir ja niemals hoch. Ich glaube, wir sind hier eingesperrt. Ja, ich weiß auch nicht. Notfalls müssen wir heute Nacht auf dem Sofa hier schlafen.